Schönen guten Morgen zusammen. Ich finde das super, dass ihr hier Sachen aktiviert oder schickt. Aber wenn es geht, irgendwie direkt ins Krisenzentrum. Ich nehme die jetzt mit, aber ich habe natürlich Probleme, die auf dem Traktor mitzunehmen, nachher nach unten, weil ich da kaum Platz habe. Aber vielen Dank trotzdem. Und so ist das. Jeder, der mitmacht, ist ein Held. Jeder. Ja, guten Morgen zusammen. Das hier ist ein ganz wichtiges Video für alle, die mit Sattelzügen unterwegs sind zu uns. Wir brauchen Schubböden. Das größte Problem ist im Moment, den Müll wegzubringen. Wir müssen jetzt den Müll möglichst schnell wegbringen, damit wir die Seuchengefahr mindern und dass wir Platz kriegen. Wir haben uns gerade ein System überlegt. Ich habe mit Markus Zindel gerade 5 Minuten telefoniert. Wir wollen alle leeren Sattelzüge an der Stelle sammeln und wahrscheinlich zu einer gewissen Uhrzeit, ob es immer die volle Stunde ist, können die leeren Sattelzüge dann immer zur vollen Stunde durch Walportsheim fahren und dann hintenrum auf die Bundesstraße, wo der Müll liegt. Wir wollen dann da 3 oder 4 Umschlagbagger hinstellen, die dann die Sattelzüge vollladen. Dann, wenn ihr durch seid, dann können nämlich wir wieder weiter in Walportsheim arbeiten. Immer dann zur vollen Stunde, wenn die Sattelzüge anrollen durch Walportsheim, müssen alle, die in Walportsheim arbeiten, mit den landwirtschaftlichen Geräten in die Seitenstraßen fahren und einmal die Sattelzüge durchlassen. Das ist ein Riesenkonvoi. Wir kriegen das sonst hier nicht gemanagt. Ob das System genau jetzt so läuft, wird hier kommuniziert, damit jeder Bescheid weiß. Und vor allem, wo die Sattelzüge sich hinstellen, wird hier auch kommuniziert. Da kommt gleich noch ein Film. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, Müll wegzufahren, Seuchengefahr zu mindern. Wir müssen Platz schaffen. Und dazu kommt gleich was. Und ich möchte noch mal was sagen. Mich rufen ja jetzt alle möglichen Medien an. Ich habe nur einen gewissen Akku. Und ich möchte keine Energie mehr in irgendwas stecken, was abends irgendwo hinkommen zum Aufnehmen. Also seid mir nicht böse. Auch heute Abend ist irgendeine Gala, wo ich eingeladen bin. Ich hatte eigentlich zugesagt, ich werde nicht kommen. Es sei denn, ihr bezahlt. Ihr habt mir geschrieben, ihr würdet 500 Euro bezahlen. Die hätte ich gespendet. Wenn ihr 5000 Euro bezahlt, komme ich heute Abend dahin. Und das wird aber dann gespendet auf eure Spendenaktion. Dann komme ich. Ansonsten komme ich nicht. Und alle anderen, die mich einladen zu irgendwelchen Sendungen, ich komme nicht. Es sei denn, ihr bezahlt 10.000 Euro, die ihr dann spendet. Dann komme ich. Die 2 Termine, die heute noch mit den, die bei mir um Trecker mitfahren wollen, ist okay. Alles andere sage ich hiermit ab. Es sei denn, ihr bezahlt den Betrag und spendet den. Also nochmal gesagt, gleich kommen Videos, wo wir uns sammeln. Die leeren Sattelzüge, Schubböden brauchen wir unbedingt. Und hier ist ein Müll ohne Ende. Ich habe mich gestern erschrocken, als ich nach Bad Münstereifel gefahren bin, wie es da aussieht. Da sieht es auch richtig schlecht aus und schlimm. Da in der Ecke, ich habe gerade mit Thomas Gräf gesprochen, gibt es auch noch Ortschaften, wo jetzt die Leute erst wieder hin zurück dürfen. Diese ganze Müllgeschichte haben wir jetzt überall das Problem. Martin Feldhoff will mit der Bundeswehr und ich glaube Beselbecker heißt der andere, den Vornamen habe ich vergessen, die wollen heute 11 Kilometer irgendwie erschließen. Flussaufwärts. Wir haben ein riesen Müllproblem. Es wird immer mehr Müll. Die ganzen Deponien sollen sich mal Gedanken machen, wo wir Sammelstellen machen können. Die müssen natürlich fernab von den Ortschaften sein. Es ist auch völlig egal, wo. Es muss ja irgendwo in der Nähe sein, dass die LKWs schnell wieder zurückkommen. Das ist eure Aufgabe. Ihr müsst im Hintergrund so viel Vorarbeit leisten, weil solche Mengen an Müll kommen. Es ist gigantisch, was hier weggefahren werden muss. Also alle zusammen müssen jetzt wirklich hier mal sich am Riemen reißen und auch vielleicht mal eine Überstunde machen und einfach mal überlegen, wo LKWs kippen können, wo wir große Plätze haben. Dann noch was, die ganzen Unternehmer, die hier arbeiten, die haben keine Einnahmen im Moment. Die Banken müssen alle Kredite aussetzen für die Unternehmen, die hier alle arbeiten. Ansonsten kriegen wir das nicht gewuppt. Die Einnahmen sind weg. Wie sollen die Unternehmer das hier machen? Die haben Kosten. Die Maschinen verlieren Wert. Also mein Aufruf oder meine Aufforderung an alle Banken, alle Kredite auf Null setzen für die Zeit, wo die Unternehmer hier arbeiten. Sonst funktioniert das nicht. Das ist hier so ein großes Problem.
was wir hier haben, da kann sich keiner ein Bild von machen. Ich weiß nicht, ob wir, also ich kann es schlecht einschätzen, aber wir haben vielleicht 1%, ich kann es nicht einschätzen, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, aber es kommen noch ganz viele Ortschaften, wir haben vielleicht mal 1% geschafft von dem, was wir schaffen müssen. Und wir können das nur gemeinsam schaffen. Es gibt keinen, der das, keine Firma oder die Bundeswehr können es nicht alleine, das THW nicht, die Feuerwehr nicht und wir Bauern können es auch nicht alleine. Wir müssen das gemeinsam schaffen. Und dafür müssen wir eben den Unternehmen hier den Rücken frei halten. Also, wie gesagt, macht euch alle Gedanken, Entsorgungsfirmen und dann schaffen wir das irgendwann vielleicht. Wir arbeiten die ganze Zeit mit Hochdruck dran. Nur ihr müsst uns Strukturen schaffen, dass wir einfach weiterarbeiten können. Und bitte keine Zeitverschwendung mit mir. Bitte keine Anrufe, wo man einen Kühlschrank spenden kann oder irgendwas. Ich muss meinen Akku für die wichtigen Sachen vollhalten. Okay, bis dann, ciao. Ich wollte gerade auf meinen Trecker steigen, der hat ja hier gestern Service bekommen. Und ja, Willi Becker, vielen Dank. Nur so kann es funktionieren. Noch eine Info. Ich finde das wirklich bemerkenswert, dass ihr alle spendet. Nur, das soll jetzt keine Kritik sein an der Spende. Nur da unten wühlen die Leute in einem öligen Schlamm. Da ist alles in dem Wasser. Ne? Bitte, es gibt so gummierte Handschuhe, die sind komplett aus Gummi. Das sind eigentlich die richtigen Handschuhe. Ich kenne mich mit diesen Sicherheitsklassen nicht aus. Auf jeden Fall, die sind eigentlich falsch, weil die saugen sich voll mit Wasser und dann kommt es doch irgendwie an die Haut. Und wie gesagt, wir wissen nicht, was da überall in dem Wasser drin ist im Keller. Bitte Vollgummihandschuhe, ganz wichtig. Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch noch mal zeigen, was wir eigentlich hier auch noch benötigen. Die Maschinen, die unterwegs sind, bitte einmal hier bei Facebook immer drauf achten, wo benötigt wird. Dann könnt ihr auch dahin fahren, in die Ortschaften. Das kann auch hier in der Eifel sein, Richtung Münstereifel. Oder ich glaube, da werden jetzt Ortschaften freigegeben, dass man hin kann. Aber jetzt für die Leute, die mit kleineren Autos ankommen oder die Fußtrupps. Ich will euch nur mal zeigen, ich habe das vorher abgeklärt, ob ich hier jetzt filmen darf. Weil das ist also so ein Privatbereich einfach zu filmen. Kann für manche ja auch schwer sein, dass man sowas später nochmal sieht. Also Notstromaggregate. Ihr habt gerade eben oben einen Presslufthammer gehört, damit man überhaupt im Haus arbeiten kann. Ich zeige euch jetzt nur mal, in was für einem Zustand die Häuser sind. Also wie gesagt, ich habe es abgeklärt und ich will einfach nur zeigen, was an Hilfe benötigt wird. Und das ist jetzt das Erdgeschoss. Gerade ist der Empfang abgebrochen. Der so. Empfang wäre geil, wenn wir Empfang hätten. Ne, was brauchen wir hier? Ja, Aggregate vielleicht, Werkzeug, Hilfe, Manpower, Schaufeln. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ganze Werkzeug ist ja meistens im Keller oder im Erdgeschoss oder in der Garage, ist alles weg. Ne? Wir sind ja hier in der ersten Etage, ne? Und selbst hier habt ihr ja... Ja, wir sind bis da abgesoffen, also ungefähr hier. Man sieht es ja außen an der Fassade und da an der Fenster stand halt voll. Ja. Ja, und jetzt wollen wir auch. Das heißt, Notstromaggregat, ja. Maschinen. Aber bitte nur in die Ortschaften, die wir schon geräumt haben, sozusagen. Ne? Ihr könnt ja, hättet ja sonst gar nicht hier anfangen können, wenn ihr die Auswahl nicht habt. Ja, klar, haben wir hier schon eine Woche gearbeitet. Und im nächsten Schritt dann Trockengeräte. Jo. Genau, Trockengeräte, Industrietrockner am besten, ja? Ja, was und wenn es geht, direkt ein Notstromaggregat mit dabei, ne? Ja. Habt ihr sonst noch was? Nee. Nee, gute Nerven wären geil. Aber da seid ihr echt geprobt, die habt ihr. Ne? Mittlerweile ja. Okay, ihr wisst Bescheid zu Hause. Wie gesagt, Zustand, Einfahrt ist frei, hier ist geräumt. Man kommt hier hin, sogar mit dem Auto. Man kann Sachen hier hinbringen. Also bitte nicht ihr, bitte ihr verstopft uns sonst alles. Das muss vorher abgeklärt werden. Und dann kann man hier anfangen, ja, wieder neu aufzubauen. Oder erstmal abbauen und neu aufbauen. Ne? Abbauen. Erstmal abbauen. Ja. Wisst ihr Bescheid, ja? So, noch ein ganz wichtiger Hinweis an die Fußtruppen, die hier helfen. Und zwar, hier war alles voll mit Schlamm. Also da, wo die Bagger stehen, sogar noch höher war das voll mit Schlamm. Hier ist gestern ein Kameramann zum Beispiel reingetreten, der wusste nicht, dass hier sozusagen, ich wusste es auch nicht, also ich wäre auch da reingetreten. Bitte mal aufhören, mich immer anzurufen.
Und es ist mega gefährlich. Wenn der nicht am Rand reingetreten wäre oder der Absatz wäre größer gewesen, wäre der komplett verschwunden, der Mann. Also der Schlamm ist wie Schlick. Seid vorsichtig, bleibt auf den Wegen. Wenn ihr hier irgendwas seht am Rand, geht nicht dahin. Also hier war ja alles voll. Geht nicht dahin, bleibt auf den Wegen, nicht irgendwo hintreten. Ihr werdet bis unten hingesackt und wenn das keiner mitkriegt, das ist mega gefährlich. Also die ganzen Situationen hier kann keiner überschauen. Hier ist auch kein Flatterband gespannt oder irgendwas. Ihr müsst da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Ja, ich möchte euch nur noch mal so ein paar Sachen sagen, die mir eigentlich wichtig sind. Ich habe gerade mit einem Maschinenring gesprochen aus Norddeutschland, war es glaube ich. Die beliefern heute den Eifelzoo mit Futter. Dann, wenn ich morgens hier hinfahre, die Autobahn ist voll mit Unternehmern, die genau die Maschinen drauf haben, die wir brauchen. Es läuft so viel im Hintergrund, der LSV, das heißt Landschaftsverbindung, da sind ganz viele organisiert, ganz viele Landwirte drin. Die regeln alles im Hintergrund, was wir hier machen. Die ganzen Bauunternehmer, die Entsorgungsfirmen, ich habe gerade wieder ein Angebot gekriegt für Schubböden. Das läuft so dermaßen gut hier mit, mit Leuten, die hier wirklich mitarbeiten, mitdenken. Ich will das einfach nur mal erwähnen, weil ihr immer nur mich seht. Das ist so viel im Background, was da läuft, wo Futtermittel hingeliefert wird, wie die Leute sich organisieren, dass hier Diesel hingeliefert wird. Die ganzen Werkstattwagen, ich glaube gestern waren 20 Reifenpflegdienste hier. Und wir müssen immer mehr werden, weil wir immer weitere Ortschaften erschließen. Heute geben wir hier richtig Gas, dass wir, wie gesagt, Müll wegkriegen, dass wir hier unten geräumt kriegen, wenn jetzt Hochwasser kommt, dass hier wirklich das Wasser auch wieder abfließen kann. Das ist so unser Plan für heute, hier unten an der A, in dem Bereich, wo wir arbeiten, alles freimachen. Hier hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da hinten ist ein Fahrradweg mit einer kleinen Brücke. Da holen wir jetzt gerade den Schlamm raus, dass da das Wasser wieder wegfließen kann. Und das läuft ja wirklich gut. Alles Hand in Hand und jeder weiß, was zu machen ist. Die Unternehmer, bitte guckt immer auf die Listen, was wir brauchen in den Ortschaften, weil hier sind wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut ausgestattet. Und gleich habe ich einen Termin mit dem Markus Zinn mit der Bundeswehr. Ich kenne mich da mit den Riegen nicht aus, aber es hörte sich ziemlich hoch an, dass wir dann planen, wie wir hier weiter verfahren mit der Müllentsorgung. Da brauchen wir noch einige Regelungen und Leute, die eben den Verkehr regeln und stoppen und so weiter. Das kann nur über Funk funktionieren und eben mit einer Truppe, die komplett zusammenarbeitet. Ja, hier stehen immer Leute vom Trecker, die wieder was von mir wollen. Also die Belastung ist mit Sicherheit hoch, aber das Erfreuliche ist wirklich, wo ich mich immer mega freue, morgens auf der Autobahn. Ich sehe die Jungs alle und ich weiß genau, wo die landen und alles kostenfrei, nur um zu helfen. Also macht euch das mal alle bewusst. Die arbeiten hier 24 Stunden um die Uhr teilweise, fahren hier mit ihren Maschinen. Der Transport hierhin kostet schon richtig viel Geld, so einen Bagger zu transportieren aus Süddeutschland. Ich weiß nicht, 1200 Euro, 1800, ich habe keine Ahnung. Allein der Transport, eine Strecke. Und man sieht nur solche Maschinen, die hier hinfahren. Also wirklich jeder, der hier mitwirkt, ist ein ganz, ganz besonders. Das ist echt unglaublich. So, ich kriege schon Ärger, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich muss jetzt aufsatteln und Kippen fahren. Ja, dann alles Gute und ihr unterstützt uns auch im Hintergrund, wenn wir was brauchen und ihr wisst, wo man es kriegen kann, dann seid ihr ja direkt mit dabei. Bis dann. Ciao. Moment. Hier ist jemand, den ich sehr zu schätzen gelernt habe. Ich wusste immer, dass du ein prima Kerl bist. So, sag nochmal, wie viele Tage wolltest du hier bleiben? Ja, gefühlt eine Nacht. Also ein Tag, eine Nacht und den nächsten noch und dann nach Hause. Und wie viele Tage bist du jetzt hier? Ich bin Samstagnacht hier angereist. Es fällt mir schon schwer, jetzt einfach nach Hause zu fahren. Ne? Und das geht ja ganz vielen so. Ich habe hier ganz viele Täter, die sind nach zwei Tagen wieder hier aufgekreuzt. Ne? Auch mit weiten Anreisen und schweren Gerät, nicht so wie ja. Wir sind relativ in der Nähe mit gut handelbaren Geräten, ne? Aber trotzdem auch die fehlen zu Hause. Ich fahre gerne nach Hause, ich habe eine tolle Familie, ne? Alles klar, aber wenn man das hier sieht, das ist ja immer noch überwältigend. Ne? Ich weiß noch mal, ein Ahrweiler,
Das ist ja unvorstellbar. Ne? Also, ich hatte da das tolle Video noch gemacht von der Frau, die mitten in den Trümmern da den Klavier spielt. Hast du das gesehen? Darf ich das hochladen? Das habe ich jetzt noch nicht gefragt, aber die ist immer noch da. Das Klavier steht noch ein paar Tage da und auch da war ich da eine Nacht. Vor zwei Nächten war ich da einer abends Trompete gespielt. Die Bagger laufen und einer Trompete. Und da war jetzt. Hast du das Video? Dann würde ich das hier mal hochladen. Von der Trompete nicht, aber zwei von dem Klavier. Also das war Gänsehaut pur. Ne? Also unwahrscheinlich. Das kommt auch natürlich alles, was wir jetzt zeigen, mit dem Video nicht so rüber, wie es hier wirklich ist. Und auch die Jungs, die jetzt gerade ich da eingewiesen habe, die aus unserer Ecke kommen, die haben sich auch top informiert über die Medien und auch die Bilder gesehen und wussten natürlich, was so in etwa kommt. Aber die steigen aus und sind alle geflasht von diesen Naturgewalten. Ne? Ja. Unwahrscheinlich. Also ich kann es ja immer noch nicht begreifen. Ne? Nee, das kannst du nicht begreifen. Wenn du das siehst und du bist am wir sind den 9. Tag, glaube ich, jetzt hier, ne? Und wir sind immer noch in Walpertsheim. Wir sind 9 Tage volles Rohr mit so viel Maschinen am Aufräumen. Ne? Ich war jetzt auch mit einem guten Gefühl, ne? Wir haben unheimlich viel geschafft. Das empfehle ich auch den Leuten, die fahren. Also auch, wenn es mal Ärger gab oder man meint, man hätte noch mehr schaffen müssen. Also es war mega gewaltig, ne? Diese Mengen, die das, und hier muss man jetzt sagen, hier sieht man ja schon Land, ne? Das ist ja schon für uns also hier, sauber. Also hier sieht man schon Land, das ist für uns sauber, sagt er. Also die Straße ist befahrbar, plus rechts und links Ausweichmöglichkeiten und diese riesen Höhen an diesen Bergen, haben wir gewonnen, sage ich mal. Ne? Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Ne? Das stimmt. Und was denkst du, wie viele Stunden hast du hier am Tag gearbeitet im Schnitt? Also da bin ich noch ein kleiner Fisch gegen. Also einmal, wie gesagt, dieser LKW-Fahrer da, die hatten im Schnitt 22,5 Stunden. Und das über mehrere Tage, 3 bis 4. Ja. Und die sahen noch frisch aus und die haben sich null beschwert. Aber sag mal, wir sind ja nur auf den Baumaschinen, was, wie gesagt, 5 Stunden Keller ist weitaus mehr. Ne? Ja. Also, das sollte keine Motivation für irgendwen sein, hier 22 Stunden am Stück zu arbeiten. Nee, das auf keinen Fall. Ja. Aber die Verhältnismäßigkeit ist, sag ich mal, diese Handarbeit, die hier anfällt, wo wir definitiv nicht mit den Maschinen kommen. Das ist schon, da kriegt man ja auch viel von den Familien mit, Stimmung und sonstiges. Ja, du hast da ganz viel familiären Kontakt gehabt, im Gegensatz zu mir. Ja. Ich hänge ja nur hier rum und spiele mit dem Handy. Ja, das ist auch nervig, ne? Aber man ist hier mehr am Menschen dran mit den kleinen Maschinen. Ne? Ja. Oder noch besser mit den Eimern und Schaufeln. Ne? Wenn ich ein Stück vorfahren, könnten 2 Bagger laden, ne? Oder? Ich bin wieder hier. Das ist ein bisschen klein, ne? Nachher sind die sauer auf mich. Also hier seht ihr auch, wie das geht. Unten der Radlader holt den ganzen Schleck hier hoch. Ja. Und dann laden hier oben die Bagger um. Also das ist hier auch so ein Hand in Hand. Du brauchst gar keinem was zu sagen. Die kommen hier an. Ne, du hast eben so ein paar Leute eingewiesen. Ja, und auf der kleinen Fläche, wie viele Baumaschinen hier sind, ne? Auf den paar Quadratmetern. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 plus die sind 6. Also enger geht nicht, ne? Und das geht ja komplett den ganzen Kilometer hier. Ne? Ja. Wahrscheinlich. Also ich traue mich auch gar keine Zahl mehr zu sagen, weil die wird falsch sein. 1000 Maschinen, 2000, ich kann es nicht mehr sagen. Ne? Nicht mehr einschätzen. Ja. Die Autobahn war voll mit LKWs, die hier in die Richtung waren. Also man ist immer noch geflasht, ne? Obwohl man schon so lange hier ist. Ne? Ja, aber du musst jetzt nach Hause. Ja. Komm runter und kümmere dich um deine Familie. Wie das normale Leben so ist. Ne? Aber es fällt schwer. Das ist wirklich schwer, das muss man sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Ja. Und man hat ja jetzt auch die Leute hier schätzen gelernt. Ne? Man kennt sich jetzt schon ganz gut. Ne? Bist du am Bimmel? Ja. Ah ja, schon weg. Ist gut. Nee, gut. Und von daher, aber ich freue mich natürlich auch auf meine Familie, das ist ja ganz klar. Ne? Bestell mal viele Grüße. Du ja auch. Ja, ich freue mich immer, aber wirklich, das gibt ja nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Und dann schläft meine Kleine schon und wenn ich morgens war, schläft die immer noch. Ja, ne? Das tut auch weh. Ne? Ja, das ist echt ätzend, aber... Ja, die Opfer, die wir bringen, die sind ja im Verhältnis noch klein zu denen. Das sollte gar nicht heißen, dass man mir jetzt, nee, alles gut. Also ich bin auch komplett abgedeckt, ich habe meine Rückenstützen zu Hause. Da sieht man erstmal, was das wert ist. Ne? Ja. Wir sind zu Hause eine gute Familie, eine super Familie und wir sind hier auch eine richtig gute Familie geworden. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube mit den Worten. Ja.
fängt das Gebimmel wieder an und vielen Dank für deinen Einsatz. Klar. Du bist, wann nochmal? Montag? Nee, wann bist du gekommen? Samstag gekommen? Samstagnacht. Samstagnacht gekommen, wolltest einen Tag hier bleiben und jetzt fährt er nach Hause. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ne, hier gibt es ja viele Leute, die eben sich zu Hause mal duschen, Maschine fit machen und auch wiederkommen. Also ich kann für nichts garantieren. Also mich haben wirklich Leute angerufen, ich muss nochmal wiederholen, die wirklich gesagt haben, ich bin zu Hause angekommen, sitze vorm Fernseher und denke, warum guckst du jetzt hier Fernsehen und weißt, was da los ist? Ja, das ist nicht so. Ja. Gut. Alles klar, Markus. Will ich dich nicht aufhalten? Nee, gerne. Gute Heimreise. Ja, vielen Dank für alles. Wofür bedanken? Ey, wir danken dir, ey, du bist auch ein, du bist ein wahrer Held, wirklich. Ne, derjenige, der hier mit der Schaufel arbeitet oder mit dem Tonner, das ist alles genau gleich. Also das hat man so auch nicht erlebt sonst. Ne? Ja. Hier gibt es auch keinen Kompetenzgerangel oder so einen Scheiß. Ne? Also hier duzt sich jeder, ne? Hier fragt jeder jeden. Hier haben wir so kurze Wege. Kurze Wege, das ist hier unser Geheimnis. Extrem effektiv. Kurze auch, Wege ist unser Geheimnis und effektiv und Fachleute. Ne? Ja, Fachleute findet man hier wirklich in jedem Gebiet. Ne? Ja. Gut. Alles klar. Mach, dass du nach Hause kommst. Ja, gut. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal unter anderen Umständen. Ja, auf jeden Fall müssen wir machen. Ja. Ne? Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. Bergungsdienst. Habe ich gar nicht gesehen, sorry. Bergungsdienst 24. Ach so, Auto, sorry. Ich habe das gerade irgendwie missverstanden, weil hinten war, waren sie mit dem Suchhund am Reden. Am Suchen. Am Suchen. Ich habe gerade das Klaviervideo gesehen und ich liebe Klavierspielen. Also Leute, die gut Klavier spielen können. Und die Dame kann das. Ich wollte euch mal zeigen. Wir sind hier. Er kann einfach nicht weg hier. Das ist schwierig. Unproduktiv, aber okay. Ja. Ihr seht mal, was hier gerade passiert. Also hier wird, wie angekündigt, der Müll versucht wegzuladen. Enge Straße, dementsprechend muss man hier ein bisschen aufeinander aufpassen. Das klappt sehr gut. Hier sind überall Abschleppdienste, die Autos wegholen. Wie gesagt, wir probieren hier einfach aufzuräumen, Platz zu schaffen. Aber das ist ein Unterfangen, das ist Wahnsinn. Also hier liegt überall Müll. Und Müll ist wirklich das größte Problem, was wir gerade haben. Und er fängt auch an zu riechen. Also wir müssen wirklich gucken, dass aus den Wohnbereichen oder wo die Leute rumlaufen, der Müll einfach wegkommt. Ne? Mit den Schubböden klappt gut. Also hier sind einige LKWs angekommen. Und hat sich eben noch einer angemeldet mit 10 Schubböden. Den Namen habe ich leider vergessen. Also hier läuft eigentlich alles soweit. Und es ist ja nicht von der Leitstelle aus sozusagen, sondern ne, ruft einer an, ich kann 10 Schubböden schicken, ja, kommen, müsste eigentlich klappen, sage ich jetzt immer, weil wir wollten eigentlich ein anderes System machen, dass die dann irgendwie durch die Stadt fahren, aber so weit sind wir noch nicht, dass die ganzen Züge durch die Stadt fahren, hier oben 3 Umschlagbagger stehen und dann laden. Also Umschlagbagger fehlt uns eigentlich auch noch, ne? Also unten sind 2, glaube ich, ne? an der anderen Halde. Ja. Wenn wir die nämlich da wegziehen, dann haben wir wieder hier das Problem, dass wir dann da auflaufen im Müll. Ja. Und solche Momente, gerade mit dem Klavier, ich halte jetzt mal auf dich. Du hast das per Zufall gesehen, ne? Ja, das war auch ganz toll. Ne? Das Klavier war sogar abgesoffen. Ne? Wir hatten das trotzdem noch mal eben in die Sonne geschoben und dann einfach mal da gespielt in dieser Kulisse, ne? in den Trümmern. Und wie gesagt, einen Tag vorher stand dann älterer Herr mit einer Trompete und so. Das gut ab, ne? Was die Leute hier an Hoffnung verbreiten. Ne? Und so kann auch, wie gesagt, ja jeder helfen, was wir immer gesagt haben. Und der Künstler kann in dem Fall oft mehr bewegen wie wir mit einer Baumaschine. Ne? Also das ist alles offen. Ne? Wir werden die Karten echt neu gemischt. Ne? Oder eine Sache war Nachbarstreit. Jahrelang hier zwischen 2 Nachbarn, wo ich auch gearbeitet habe. Und der hat gesagt, komm, lass uns den Streit im Schlamm begraben und die Sache ist erledigt. Ne? Echt? Also hier werden Neuanfänge gemacht. Ne? Das ist unwahrscheinlich. Ne? Das geht alles. Ich würde eben auch noch was erzählen, ne? Die Männer mit den dicksten Muskeln, die hier rumlaufen, hier laufen richtige Brocken rum. Ja, die Baggerfahrer wirklich wie aus dem Bilderbuch, ne? Das sind harte Jungs.
Und ja, denen stehen auch etwas seinen Augen. Ne? Also ich glaube, der das kommt, wenn man so nach Hause fährt, glaube ich, ne? Wenn man mal zur Ruhe kommt. Wenn man drüber nachdenkt, wenn man aus dem ganzen... Aus dem Tun mal wegkommt, ne? Glaube ich, ist das so. Ja. Wenn wir leben, aber alles gut, war die Sache trotzdem wert. Ne? Also das ist dann immer nur ein Bruchteil von dem, was die Leute hier durchmachen. Ne? Also ihr seht auch, hier sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ja, ist top. Hier war aufgeräumt, aber die Leute packen dann natürlich wieder weiter ihre Häuser frei. Das heißt, wir fahren dann ständig wieder hier irgendwann lang und räumen wieder alles weg, bis dann irgendwann das aufhört. Ihr merkt schon, die Stimmung ist hier ein bisschen staubiger geworden heute. Nachts fahren hier Kehrmaschinen, 2 Stück, glaube ich. Ne? Ja, sogar heute Morgen noch. Heute Morgen noch. Und die lassen wir dann aber weg tagsüber. Und dann fährt hier ein Wagen, der den Rest wieder zur Seite sprüht. Das funktioniert hervorragend, muss man auch mal sagen. Ja. Die machen top Arbeit, die Jungs, die da drauf sitzen. Und ja, wir wollen einfach diesen Staub vermeiden. Also ich bin da so ein bisschen allergisch drauf auf diesen Staub. Soll man gar nicht meinen, wenn man hier meine Kabine sieht. Ich fahre jetzt auch zum Dorfplatz, da soll ich laden, weil da wird dieses Restaurant, diese Kneipe, ne, ja, ausgeräumt. Da sind ganz viele Helfer. Mit dem Abroller ganz gut. Dann kann ich meinen Container absetzen. Und wir müssen den Diesel ordern. Ne? Ach ja, Diesel müssen wir ordern. Da ist ein Bagger leer gelaufen mit Sortiergreifer. Ja. Den schicken wir dahin. Und ihr seht hier überall die Anbaugeräte, die rechts und links stehen. Aber bitte alle Unternehmer nicht hier unten reinfahren. Park bitte im Weinberg oben. Ja, also hier läuft soweit alles. Und ich hole mir gleich mal einen Kompressor, den haben wir auch geordert. Der steht auch da auf dem Platz und macht meine Kabine sauber, dass ich nicht immer diesen Staub hier in der Kabine rumwirbeln habe. Ja, hier wird zu Mittag gegessen. Mich würde es jetzt mehr reizen, hier mal kurz stehen zu bleiben. Aber wir fahren jetzt. Ein weiter. Ich bin ein bisschen verwirrt heute. Ja, kennst du hier nicht so aus. Ja. Ihr seht ja überall die Anbaugeräte, die Unternehmer mitbringen. Man braucht denen gar nichts zu sagen. Die bringen einfach alles mit und was gebraucht wird, wird dann an den Bagger gekuppelt. Ja, hier wieder ein riesen Containerdienst. Wo der jetzt hinfährt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ja, der fährt rückwärts in die Straße. Man sieht hier viele Leute zum ersten Mal und es läuft einfach. Bis später. Tschüss. Ja, hier wird gerade Pflanzenschutz gemacht in den Weinbergen. Das war ja auch noch ein Thema. Ich habe das auch noch nie gesehen mit dem Hubschrauber. Ich glaube, es war verboten bis ja, heute anscheinend. Gegen Pilzkrankheiten ist wohl ein großes Problem, wie überall in der Landwirtschaft, wenn man ein feuchtes Jahr hat, dass die Verpilzung natürlich extrem ist. Ich hätte auch irgendwas gehört, dass irgendein Hersteller das hier unterstützen wollte. Ja, jetzt ist er weg.
Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe von Weinanbau überhaupt keine Ahnung. Ich wollte es nur kurz zeigen, bevor ich jetzt losfahre. Also die ganzen Bauern hier haben echt auch ein Riesenproblem. Die Traktoren sind alle zerstört. Die ganzen Arbeitsgeräte sind zerstört. Und deshalb ein Aufruf von mir an die ganzen Hersteller dieser Spezialgeräte. Ich habe keine Ahnung von. Ihr wisst, wer eure Kunden sind und was ihr da stehen habt. Vielleicht könnt ihr ja hier im Ahrtal aushelfen. Wäre mit Sicherheit von Vorteil. Ich denke, dass das eher alles im Hintergrund läuft. Aber vielleicht nochmal hier so ein kleiner Anschub. Ihr seht das hier auch. Da war auch noch keiner drin. Also hier sind so ganz viele Ecken irgendwie, wo noch nicht aufgeräumt wurde. Also es ist auch ein bisschen gefährlich. Ich muss an einen Bagger mit Sortiergreifer dran. Das ist, glaube ich, die alte Mühle hier. So, ich musste mal ein paar Minuten stehen bleiben und einfach mal nichts machen. Und jetzt geht's weiter. Ja, vielen Dank nochmal für die ganzen Glückwünsche. Aber ich muss euch enttäuschen, noch bin ich nicht so alt. Ich habe es ja auch geschrieben, weil ständig irgendwie was hier aufbimmelte bei mir, wo ich dann auch markiert war. Hier das Gasthaus, das ist wohl ein sehr gutes Gasthaus gewesen, habe ich erfahren. Ich muss jetzt lachen, weil der Peter Eiberg meinte, die Kneipe werden wir am Leer räumen. Ja, richtig schönes Inventar und da war sogar noch ein, wie heißt denn noch? Eine Languste oder wie es heißt, lebendig im Becken. Die hat es überlebt. Und hier ist jetzt leer geräumt, aber noch nicht alles. Ich habe den Müll noch drauf, also den Sperrmüll aus dem Restaurant. Und habe hier einen Hydraulikschaden, habe hier einen Hydraulikschlauch abgerissen. So sieht das dann aus. Ne? Und du bist jetzt hier meine Rettung. Jo. Gleich fertig, 2 Minuten. Ja. Also das ist echt genial. Die ganzen Firmen rufen mich an und sagen, hör mal, brauchst du hier einen Hydraulikwagen oder einen Werkstattwagen, und ich schicke die dann weiter in die anderen Ortschaften. Weil, wie gesagt, ich könnte die Klappe jetzt nicht mehr öffnen, weil die Hydraulikschläuche eben oder einer war defekt. Ihr seht, wie zerbombt meine arme Karre aussieht. Der Zustand wird immer schlimmer, aber so ist das leider. Ja, und hier überall Brauchwassercontainer, die dann hier verteilt werden. Wo fährst du jetzt hin? Gildestraße. Wo kriegst du die Information her? Hier bei Feuerwehr, die sammeln die. Wir haben das die Tage so gemacht, dass die einfach uns Bescheid gesagt haben. Jetzt läuft das aber alles über die Feuerwehr gesammelt. Und das ist natürlich schwierig, weil wir uns ja hier nicht auskennen. Ja. Internet ist auch so lala. Das heißt, du bräuchtest hier ein Navi in dem Ding, ne? Ja, das wäre eine geile Sache. Also so läuft das. Feuerwehr nimmt auf, wo gebraucht wird, und du lieferst aus. Genauso muss es sein. Ne? Ja, wir haben es vorher gemacht, dass wir hatten ja genug hier stehen. Wir fahren ja jetzt schon tagelang durch die Gegend. Und dass die Anwohner eben gesagt haben, wo sie es hindern wollen, die sind mitgefahren. Ja. Das war eigentlich angenehmer und einfacher. Jetzt sucht man sich hier einen Wolf. Ja. Du schaffst das schon. Seit wann bist du hier? Freitag. Freitag? Ja. Moment, was haben wir heute? Auf Freitag. Ja, ja, jetzt 7, 8 Tage. Ich bin oben im LKW. Also das sind alles, wie gesagt, wenn ich das ja nicht filmen würde, dann wüsste keiner was davon. Also ihr seid einer Woche hier, schläft im LKW, und ich sehe dich ja jeden Tag hier irgendwo rumflitzen. Super. Und er macht die Wasserversorgung. Ne? Also wir haben wir jetzt überhaupt gar kein Wasser hier unten? Ich hatte irgendwie mal gehört, hier wäre jetzt Wasser, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, also bis jetzt funktioniert noch nichts. Viele Fake News unterwegs, ne? Ja, wir, also alle schreien hier nach Wasser. Ja. Aber ich mache jetzt keinen Aufruf, weil ich habe keinen Überblick mehr, ob wir hier noch Wasserfahrzeuge brauchen. Aber auch wenn ihr Schubkarren bringt und so weiter, wir haben hier alles im Moment im Überfluss, glaube ich, ne? Ja, es gibt ja Listen von den Organisatoren vorne. Da kann man verbreiten, was da drauf steht, aber einfach wild bringen macht ja im Moment keinen Sinn. Ja, also bitte, bitte nicht kommen einfach. Wir hatten hier eben auch mega Stau, weil viele Fahrzeuge was bringen wollten. Also ist immer kontraproduktiv. Ne? Wie gesagt, ich habe keinen Geburtstag, aber ihr könnt mir trotzdem gratulieren. Jeder Tag ist wie ein Geburtstag. Ne? Ja, wenn man das, gerade das kann man hier feststellen. Ne? Ja, wenn man das hier vor Ort gesehen hat, dann ist das wirklich so. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Wir danken dir. Ne? Gerne.
So. Flummer Beckmann. Auf jetzt. Ist schon fertig? Gleich. Dann mach noch einen Schlauch mehr für dich. Ist ja auch kaputt, oder was? Nö, ist noch heil, aber den kriegst du dann ein Meter. Können wir das irgendwie anders hier machen, dass der nicht immer da unter die Rolle rutscht? Ich glaube, wenn man das, das Grundproblem lösen würde, oder? Das gucken wir uns jetzt mal an. Guckt ihr mal, ihr seid die Experten. Also Hubschrauberverkehr ist auch immer noch enorm. Ich weiß nicht, ob es hier nur abgeschnittene Dörfer gibt. Keine Ahnung. Ich denke, das ist für die Versorgung. Du machst Pause. Schreibtisch. Hallo Markus. Ja, ich bin hier gerade an meinem mobilen Schreibtisch. Und wir machen gerade Organisation bezüglich der Koordination für die nächsten Tage, da wir auch nach Mahne zurück müssen. Ja, es geht wieder weiter, aber auch bei uns zu Hause ist viel Arbeit los. Aber ich bleibe euch hier erhalten, online. Ich werde das weiter unterstützen, damit wir hier wortwörtlich weiterhin mit Vollgas alles gerade kriegen, was hier so kaputt geht. Und ja. Ich muss noch eine lustige Geschichte erzählen. Ja. Weil du ja immer gesagt hast, wir würden uns so lange kennen. Und ich habe immer gedacht, woher kennst du den, woher kennst du den? Und dann ist mir aufgefallen, da ist bei Erftstadt illegal Müll verkippt worden. Ein riesen Container, also sowas hier, aber dreimal so groß, so ungefähr. Ja. Und da waren dann Reifenspuren im Schlamm. Und dann ging das irgendwie über die Erftstadtgruppe und dann hieß es, ob einer was gesehen hat oder so. Ne? Und dann hatte ich das auch bei mir gepostet, wegen meiner Reichweite. Und ich hasse das, wenn irgendwer illegal Müll verkippt. Und hatte nur die Bilder gepostet und du hast dir das Reifenprofil angeguckt und hast gesagt, das ist der und der Reifen. Ne? Richtig. Das war unglaublich, weil das auch ein seltener Reifen ist. Ne? Mhm. Ich erinnere mich da auch noch genau dran. Das war damals so ein Reifen auf so einem großen Wandkipper. Das war ein Allianz 885 und das ganz Markante daran war, wortwörtlich, dass der Reifen auch noch rückwärts drehend montiert war. Also das Profil war genau in die umgekehrte Richtung. Und dann hatte ich mir das noch genauer angeguckt und dann konnte ich auch in der Grasnarbe erkennen, dass der Reifen von dem Schlepper noch zu sehen war. Das habe ich mir dann auch noch ein bisschen vergrößert und geguckt. Und das war sehr eindeutig zu erkennen, dass das sogenannte TM800-Profil war, was ja entweder auf den alten Pirelli-Reifen oder nachher Trelleborg-Reifen drauf war. Ja. Und plötzlich hast du mir eine Nachricht geschickt, dass da gleich ein paar Bilder kommen. Und dann haben wir da wortwörtlich einen Traktor gesehen durch die Büsche, wo man erkennen konnte, dass genau dieser Reifen da drauf war. Genau. Und dann auch bei diesem großen Kipper auch genau der Reifen auf jeder Achse montiert war und verkehrt rumlaufen. Und da waren wir dann sehr sicher, dass wir diesen Mann jetzt festnageln können. Ja, also wir hatten den Fall in kürzester Zeit, du hattest den Fall gelöst und damals hat das Sat.1 das, glaube ich, mitgekriegt und die fanden das so kurios, diese Geschichte, dass es da einen Bericht drüber gab. Also den findet man, glaube ich, noch irgendwie im Internet. Das ist ja gar nicht so lange her. Ne? Nee, ist jetzt ungefähr geschätzt. Ja, das war Anfang des Jahres. Ja. Rum und bei. Ich habe dann bei uns in der Nähe in Niedersachsen, das ist einmal über die Elbe rüber, da war dann auch noch so ein Fall mit einfach abkippen. Da haben wir das auch identifiziert. Allerdings konnte da der Täter nicht ermittelt werden. Und ich habe mich ja nun berufsbedingt, weil ich ja nun diesen Reifenservice habe, schon immer mit dem ganzen Kram auch beschäftigt und habe daher sehr viele Profile schon automatisch im Kopf und weiß das einfach. Also du hast mit Abstand das beste Profil, kann ich dir nur sagen. Wie weit ist der Fendt? Der steht noch hier, ne? Oder? Nein. Der ist schon weg? Die Lage beim Fendt ist im Moment so, den haben wir vor ein paar Stunden verladen. Erzähl nochmal die kurze Geschichte. Der Fendt der alten Dame, den wir da rausgeholt haben, der war ja nun wortwörtlich komplett vom Wasser erwischt worden. Da war ja überall Schlamm drin, der Motor stand komplett unter Wasser. Und die Firma RWZ hat den jetzt schon, denke ich, bei sich. Und die können jetzt sich das mal in echt begucken, was wir hier hatten. Und der wird ja nun für die alte Dame tipptopp wieder zurechtgemacht und das für lau. Ja, super. Also das ist so, sie war auch hier und wir haben mir das nicht erzählt, obwohl mir das echt schwer abging. Ja, und da hat sie nicht geweint, als der Trecker weg war? Nee, das hat sie nicht gesehen, aber sie war bei der Abholung nicht dabei. Sie war kurz vorher noch da und hat noch den Spachtel mitgehabt und hat noch die ganze Erde da rausgekratzt, dass da schon mal ordentlich was weg ist. Und ja, wir wollen mal sehen, was draus wird. Ja.
Super, ja. Geschichte. Ja. Dann denke ich, gönne ich dir noch was Ruhe. Nee. Nicht? Wir haben einen Attentat auf dich vor. Auf mich ein Attentat? Also ich habe heute keinen Geburtstag, ich wiederhole es, ja? Morgen kommen hier die ersten Reifen an. Wir haben ja von Conti die Reifen jetzt in Marsch gesetzt gekriegt. Und der Außendienst hat gesagt, damit ihr die schnell habt, hat er die heute schon in Korbach abgeholt, direkt am Werk. Und bringt die morgen früh noch zu uns her. Zeig mal, wie viele Reifen hier draufgegangen sind. Du hast eben was gezeigt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier an Reifenverschleiß ist. Auch irreparable Schäden. Der Peter Eiberg, der eben gefahren ist, hat aktuell 18 Schrauben in seinen Reifen noch drin vorne. Ne? Mhm. Also das ist wirklich, die Reifen sind eigentlich Fritte danach, vor allem bei den kleinen Radladern. Ja, hier hatten wir gestern so einen Spülwagen, der hier mir die Straße nass macht. Der hatte sich da so wirklich so ein Riesenteil Aluminium reingebrettert. Kann man das sehen? Ich hoffe, dass wir das nochmal zeigen können. Da schoss die Luft wirklich im großen Stile raus. Kann den mal ein bisschen drehen. Also alles, LKWs und alle, wir fahren uns alle hier die Reifen wirklich richtig kaputt. Ah, wenn da ist schon wieder so viel Dreck drin. Aber der war hier richtig so voll reingestochen, da war ein riesen Loch drin. Der war in, als wir das Teil rausgezogen haben, der war in 5 Sekunden Luft leer. Das ist also richtig massiv. Hier unseren alten Atlas-Bagger, der baggert und baggert. Aber jetzt hat der alte Reifen mal seinen Geist aufgegeben. Da haben wir den Wort durch die Sprengringe komplett runtergeprügelt mit dem Hammer und dann alles runtermontiert. Das ist ja nicht ohne mit den Sprengringen, ne? Nö. Ich hasse die Dinger. Ich kenne das selber. Ich weiß immer noch, in meinem Lehrbetrieb zum 5-jährigen Arbeitsjubiläum habe ich so ein Ding mal morgens wortwörtlich um 5 Minuten nach 7 voll aus der Welt katapultiert. Ich habe hier wörtlich an der Augenbraue, da hat mich das Ding voll getroffen. Ich habe im letzten Moment den Kopf noch mal hochgekriegt. Ja. Das Ding steckte oben in der Styroporddecke ungefähr 15 cm drin. Ja, das ist mega saugefährlich. Ich bin froh, dass es sowas nicht mehr gibt. Ja. Ja. Also ihr seht hier, wir sind am Quatschen und die sind am Rödeln hier. Komm, gehen wir mal rüber. Ja. Ein bisschen. Die lösen gerade das Problem, dass ich mir immer die Schläuche hier kaputt mache. Also was heißt immer? Ich habe mit Sicherheit schon 300 Mal gekippt und das war jetzt das zweite Mal. Aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung. Rosi? Da steht unten. Rosi? Was habt ihr, Lieben? Ja, hier seht ihr, wie es jetzt hier aussieht. Hier die Gasse wurde eben geräumt, da liegt noch Erde. Ja, und hier diese Gasse, wie gesagt, hier waren 3 Meter hoch, lag hier der gemischte Müll drin. Und so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, Müll kommt immer wieder raus aus den Häusern, der ganze Sperrmüll, Tapeten, da ist eigentlich nichts mehr drin. Ich kann noch mal hier reinschauen. So sieht es dann aus. Und deshalb eben auch die nötigen helfenden Hände. Ich hatte gestern gehört, dass mit einer Eimerkette haben die an einem Haus den ganzen Tag mit 12 Leuten gearbeitet. Ja. Hier alles Hand in Hand, Feuerwehr, die Leute vom Restaurant. Da war eben auch die Polizei mit am Helfen mit 2 Leuten. Hier hilft einfach jeder, wenn irgendwo was verladen werden muss. Ja, also die ganze Versorgungsleitungstechnik ist dahin. Hier ist einfach alles, denke ich, ja, muss hier überholt werden. Hier kann man nichts mehr benutzen von den alten Sachen. Ja, ich verabschiede mich jetzt und ich denke, das ist gleich fertig. Dann geht's weiter. Tschüss. So, Etiketten werden bei mir nicht abgeklebt. Ich verdiene aber, möchte auch nochmal betonen, ich bin ja kein Influencer oder wie sowas heißt. Ich verdiene kein Geld mit dem, was ich hier mache. Ich schalte ja auch keine Werbung bei Facebook, obwohl mir das ständig angezeigt wird, weil ich einfach ja, mich nicht abhängig machen will von irgendwem. Jetzt habe ich hier 3 Jungs getroffen. Hier läuft noch der Schweiß runter. Ja, ein bisschen. Ja. Je mehr. Ist warm und anstrengend, schon seit ein paar Tagen. Ja. Was ist deine Hauptarbeit, die du gerade machst hier? Also wir sind von Keller zu Keller gegangen in Ahrweiler und auf Umgebung, ich weiß nicht, wie die Dörfer heißen, haben
Schlamm rausgeschleppt, Sachen rausgetragen, alles. Also ich sag mal, die Scheißarbeit gemacht. Kannst du irgendwie den Leuten einen Tipp geben, die jetzt auch kommen wollen? Oder sollen die sich vorbereiten? Ja, vorbereiten natürlich auf starke Eindrücke. Ne? Also das ist schon krass zu sehen, wenn du jetzt aus einer Region kommst, wo nichts ist und du kommst hier runter und hier ist quasi Kriegsgebiet. Ne? Auf die Eindrücke gefasst machen, auch auf die Eindrücke gefasst machen, die eventuell noch hinter irgendwelchen Ecken lauern. Ne? Nur die ganze Zeit Gefahr gelaufen. Ich habe ein paar Puppen unter den Trümmern gefunden. Zum Glück nur Puppen, aber da ist mein Herz stehen geblieben. Ne? Ist nicht ohne. Ja, und auf jeden Fall festes Schuhwerk, feste Kleidung. Ja. Mittlerweile ist man hier unten ja relativ gut versorgt mit Essen, Trinken. Also hier unten fällst du eher auf, wenn du nicht so aussiehst wie du. Ne? Ja. So wie ich zum Beispiel als Treckerfahrer. Aber selbst wenn man kriegt man Gummistiefel bereitgestellt, ja, oder anderes Werkzeug, Schubkarren. Also von dem, also, als ich das erste Mal hier runterkam, da war das noch gar nicht. Da habe ich den ganzen Tag ein Brötchen gegessen. Da war noch nichts da. Und jetzt. Wann warst du denn hier? Kannst du mal erzählen? Ich war der erste in Ahrweiler am Dienstag. Nee, ja, aber nicht hier in Ahrweiler. Da waren wir hier, ich weiß nicht, wie das Dorf heißt. Da war ich das erste Mal hier, da war halt gar nichts. Alles nur über Privatversorgung. Da haben halt die Omaschas ein paar Brötchen geschmiert und so. Ne? War kein Wasser, kein nix. Und da war ich dann Mittwoch das erste Mal in Ahrweiler. Und da hat er dann so langsam angefangen, wo dann die Leute da rumgegangen sind, haben dann, ja, ich sag mal, Essen verteilt, Hygieneartikel für die Leute, die da noch wohnen, in den oberen Geschoss. Und da haben wir Keller leer geräumt und alles. Das war schon krass. Und gestern haben wir hier mal, ich habe mich mit einem ortskundigen Ehepaar zusammengeschlossen. Da waren die noch gestern Abend, kurz bevor ich heim bin, also ich pendel hin und her. Sind wir noch runter an die A gegangen und haben die uns mal kurz gezeigt, da auf der Campingplatz, also da direkt, wo die Brücke eingekracht ist. War da ein Campingplatz? Da war ein Campingplatz, hat meine Frau auch gesagt, die waren da früher als Kind immer campen, da war mal ein Campingplatz. Und dann sind wir noch weiter der A runter gegangen, die A runter, und da haben wir dann an der Stelle, wo noch nichts geräumt war, habe ich gefunden, ich wollte doch gar nicht so genau gucken, halt, ja, viele Kindersachen. Ein Fotoalbum habe ich gefunden, das habe ich dann noch auf Seite gelegt mit Kinderfotos und so drin. Also auf so Eindrücke muss man sich natürlich schon gefasst machen. Ich hatte jetzt das große Glück, keine Toten zu sehen. Will ich auch nicht, bin ich auch froh drum, aber kann hinter jeder Ecke lauern, weil hier sind ja noch Orte, da war noch niemand. Wo man erstmal noch hin muss und so viele Leute, wie jetzt aktuell noch vermisst werden, die können ja überall rum. Schwimmen oder liegen. Ne? Also man musste drauf gefasst sein, wenn man irgendwo in ein Haus geht, wo noch keiner war. Und hier ist aber heute eine Hundestaffel durchgegangen, meine ich. Ja. Und die haben geschaut. Ne? Also sonst geht lieber in Häuser, wo ihr sicher seid, dass da schon unten einer war. Ne, würde ich sagen. Oder wo man weiß, dass gar nichts sein kann. Aber man weiß nie, was reingeschwemmt wurde. Ne? Da darfst du sowieso nicht in Häuser reingehen, wo keiner dabei steht. Ja, genau. Und immer zu zweit, ne? Also nie alleine irgendwo reingehen. Ja? Und Kopflampe auf jeden Fall, ne? Oder ja, was? Kopflampe, Handschuhe. Also ich kann mal kurz meinen Rucksack aufmachen. Unsere ganze Schubkarre mit Stiefel vollgefüllt steht da hinten. Also das ist meine Ausrüstung. Ja, auf jeden Fall. Ja, Seile. Seile? Seile habe ich. Für Sachen zu befestigen oder zu ziehen. Verbandskasten. Stirnlampe, Akkulampen, ja, hier sind noch Seile, Messer, Tasche mit Messer, Klebeband, Desinfektionsmittel. Ja, Desinfektionsmittel kriegt ihr auch hier bei uns, ja. Also ihr braucht theoretisch nichts mitzubringen, außer Seile und Verbandskästen, weiß ich gar nicht, ob noch welche da sind. Haben wir eigentlich alles hier in den Stationen, sag ich mal. Ja. Und das hier, was von den Geräten bevorzugt ihr da? Ist aber, weil wenn der Schlamm getrocknet ist, das lässt sich kaum noch wegkehren. Also mit einer Schippe ist es schwer, so kann man wenigstens den Keller dann schön freischaben. Und dann alles mit Eimern raus. Wir haben noch unten in der Schubkarre, die wir jetzt dabei haben wir noch
eine Axt, drei, vier Hammer, Beilchen. Wir waren noch im Keller drin, da muss man sich erstmal den Weg freischlagen, weil da kam wir man haben uns mit vorhin durch. Einfach mal mit Händen vorgetastet gehabt. Wir waren in Bernau gewesen vorhin. Ja. Glaub mir. Also hier sieht es ja mittlerweile wirklich schon human wieder aus. Okay. Aber das, was wir da drüben gesehen haben, wir sind in den Keller dort rein mit Komplettanzug und dann standst du erstmal bis Hüfte da drinnen. Ja. Ja, und das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist einfach. Das ist unmenschlich. Ja gut, ich habe also, ja, hab es ja selber gesehen. Ja, also ich sagte, wir sind heute dort rübergefahren, hatten vorher keinerlei Eindruck von da drüben, haben uns selber, weil die Polizei halt auch wieder gesagt, nein, ihr dürft hier nicht lang, am Arsch. Wir sind einfach weiter. Wir sind also das soll jetzt kein Aufruf sein, auf gar keinen Fall. Nicht auf die also wir sind wirklich hergegangen, haben uns einen vernünftigen Weg dorthin gesucht. Durch die Weinberge. Die Weinberge, haben dort echt den Sprinter hingestellt, haben gesagt, wir haben eine Stromversorgung dabei, wer braucht? Und dann hast du die Leute gesehen, wir. Es kam jeder an und hat nur gesagt, ihr habt Strom dabei, oh, ihr euch schickt Gott. Ja, also es war, die Leute sind hier so mega, mega dankbar, was das angeht. Ist einfach eine riesengroße Familie. Ja, es ist, als ob man sich schon Jahre lang kennt. Familie, aber das hast du bist derjenige, der den Aufruf. Nee, doch, alles gut. Eine ältere Frau, die hat mir halt richtig leid getan. Die hat gesagt, wir haben letztes Jahr im Dezember waren wir fertig mit Renovieren und wir haben alles rausgekloppt, Esstisch raus, alles, es stand bis zum Obergeschoss. Der hat gesagt, unser Bett ist voll mit Schlamm. Wir haben auf dem Dach am Fenster gehongst und gegenüber vom Haus, da waren zwei X dran, habe ich gesagt, was bedeuten 2 X? Ja, die Nachbarn haben es nicht überlebt. Ja. Und das ist halt echt schon, wenn du jetzt... Überleg mal, der ist hart. Friedhof, ja, der ist hart. Friedhof und die Wassermarke stand oben auf... 5-6 Meter. Teilweise war es Mitte, erstes OG oben, bündig. Also, das sind Dimensionen, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Der kennt man auch nicht aus der Deutschland. Der Nachbar, bei dem wir den Keller leer gemacht haben, der hat gesagt, der hat einen Tag gewartet, bis Hilfe kam. Bis er vom Dach gerettet wurde. Dann, ja, einen Tag. Richtig, im Dachgeschoss. Also, ja. Das ist Wahnsinn. Was da alles passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also man wird hier wirklich mit Sachen konfrontiert. Wenn ihr denkt, ihr kriegt das nicht verknaspert, hier sind wirklich jetzt Spezialisten endlich da. Also Seelsorge, die herumlaufen, man weiß ja nie, was man findet. Ne? Also da wirklich keine Scham. Genau, muss ich sagen, sehr viele junge Menschen, sagen wir mal so, teilweise von 16 bis Mitte 20, ja, die da stehen und helfen und die laufen von Haus zu Haus. Bei dem einen Haus war eine Kette dazwischen. Braucht ihr Hilfe? Es ist wirklich so, niemand fragt, ich gehöre dazu. Nein, jeder kommt an, braucht ihr Hilfe? Ja, wir brauchen da noch, okay, alles klar, Leute, rein. Ja, es war auch so der Mischmasch, eine Eimerkette zwischen Bundeswehr, Feuerwehr, Autonormalverbraucher, jeder. Ja. Was nehmt ihr denn persönlich jetzt aus dieser Erfahrung mit? Die brauchen ja auch eine Stromaggregate. Und so generell, ich sag mal, das ist ja hier wirklich wie eine Großfamilie. Du hast eben irgendwas Schönes. Du bist Deutschland zusammenhält. Wir sind heute Morgen hierher gekommen, haben wir vom Rewe-Markt in Altenstadt, in Rommelhausen, haben wir Bier heute Morgen ohne Ende, 2 Rollis bekommen. Die Firma Lovatex, ohne Diskussion, hat er alles rausgeräumt, Kartons vollgestopft. Hier vom Elkin Baumaschinen haben wir hier von meinem Chef den Sprinter bekommen mit Stromerzeuger und der Pumpe. Dann, wer war noch? Die Firma Strauch, Baustoffhandel, ohne Diskussion, heute Morgen auf den Hof drauf gefahren. Da hinten ist alles, macht voll. Und er war jetzt gestern nochmal im Globus Baumarkt. Die haben auch gesagt, packt ein und alles hier runter. Und hier unten kommst du an und nach 5 Minuten bist du einfach in diesem System aufgesaugt. Ja. Aber du hast eben was ganz Besonderes gesagt. Das hat mich so, das bleibt mir im Kopf. Du hast einen Spruch gebracht, von wegen dieser Zusammenhalt und so weiter. Der Zusammenhalt in Deutschland, ich hätte nicht gedacht, dass sowas in Deutschland überhaupt geben kann. Eine riesengroße Familie hier. Das ist jeder zusammen, als ob man sich einfach jahrelang kennt. Ja. Auch das ist Wahnsinn. Einfach egal, wo das du herkommst, ob du aus Hessen, ob du aus Bayern, ob du aus Hamburg kommst oder sonst woher. Hier bist du einfach ein Mensch, der hilft und der gebraucht wird. Du bist hier, also hier wird jeder Mensch gebraucht. Egal, ob schwarz, weiß, es ist scheißegal. Hier wird jeder gebraucht, hier wird jede helfende Hand einfach mit Kusshand angenommen und jeder kommt zu dir und sagt klipp und klar, danke. Und das ist auch eine ganz große Sache, die an jeden da draußen geht. Danke für jeden, der vielleicht nicht hier vor Ort sein kann, der finanziell das Ganze unterstützt. Das ist allein schon eine super große Nummer. Wer natürlich die Möglichkeit hat, zu helfen vor Ort, kommt vorbei. Mach das. Ja. Es tut nicht weh. Es tut echt nicht weh, zu helfen. Ja, die sämtliche Firmen sollen sich halt nochmal ein Lob geben.
Wenn jemand denkt, er hätte Probleme und kommt hier runter, dann weiß er, dass er keine Probleme hat. Ja, das ist so. Und wie gesagt, keine Diskussion mit irgendwelchen Leuten, einfach kommt vorbei, wir machen euch was fertig. Das ist einfach geil. Ja? Der ist einfach geil. Böse, kann, du sagst, da könnte ja jeder kommen und sagen, ja, ich brauche jetzt dies und das und jenes. Ja? Einfach alles eingepackt, fertig, mitgenommen. Und ja, da sind wir hierher gekommen und nach 5 Minuten war das, du bist so eingesaugt. Ja? Das ist, ja, ja. Also, wie gesagt, ja, gut, ich vergesse. Ja, ihr hattet Anzüge an. Ich habe einen weißen Overall angezogen, ja, wegen dem Schlamm. Und da stehst du im Keller und pumpst da wirklich Schlamm. Eine Schlammpumpe, die ist geil. Und pumpst den Schlamm raus. Ja, ja, da ist ein Foto. Ja, da hat ein Foto gemacht. So siehst du dann aus. Und dann auf einmal findet einer einen Hasendraht und macht die Tür zu. Wir haben eine Duschkabine gefunden, haben das Wasser reingezogen. Also der Keller war relativ dann trocken, was Wasser angeht. Aber da unten in Dernau, meine persönliche Meinung, da brauchen wir auch Hilfe. Ja, und ich sag ja, soweit wie wir hier sind, ist wahrscheinlich kein Ortsteil. Kanalspülungsfirmen, die wären vorteilhaft. Ja. Weil gerade die Jungs mit den Kanalwegen. Genau. Also ganz ehrlich, wenn ihr ein Umweltunternehmen habt und habt so einen Kanalspülwagen, ja, ganz ehrlich, ich bin sogar der Meinung, dass ihr für diese Fahrt wirklich 0,0 Maut zum ersten zahlen müsstet und auch für das Schmutzwasser, was ihr mitnehmt oder sonstiges, eigentlich eher noch ein Lob, Anerkennung und Respekt kassieren solltet, dass ihr das hier runterbringt, weil das wird hier sowas von dringend benötigt. Und persönlicher Aufruf einfach an euch, helft, gerade die Kanaldienstfirmen, die Umweltfirmen. Vielleicht habt ihr einen Fahrer, der selber sagt, oh, ich würde das machen. Stellt denen die Autos zur Verfügung. Ihr macht damit echt was Gutes. Ihr macht mega, mega gute Sachen damit. Ja, und gerade auch du hast einen mega Aufruf gestartet. Ja, Markus, deswegen sind, Markus, genau aus dem Grund sind wir hier runtergefahren, weil wir gesagt haben, geil, wir unterstützen das. Ja gut, aber du hast es ja auch in den normalen Medien so nicht berichtet bekommen. Du hast fünf Tage dieselben Bilder und dann kommt natürlich jemand, der das wirklich bringt, was hier ist. Ja? Und nur du hast es bewegt. Mutter. Und da kann jeder erzählen, was er will. ZDF kann erzählen, die können alle erzählen, was sie wollen. Ich bin vorgestern bei meiner Schwester gefahren. Da war noch meine Mutter. Ne? Da bin ich da hingefahren, so in den Klamotten. Ich kam abends heim, dann so um 10, 11 Uhr. Oder ein bisschen früher, weiß ich nicht, egal. Bin ich da hingefahren und da haben die mir erzählt, was die von hier unten wissen. Ne? Nix. Ey, da habe ich die angeguckt, da habe ich gesagt, habt ihr Nachrichten und so? Ja, ne Nachrichten. Guck mal, ich gesagt, ich war da unten jetzt schon 3 Tage. So und so sieht das da wirklich aus. Da haben die fast angefangen zu heulen. Weil das kriegst du in den Nachrichten mit, wie die Ich fahre normalerweise am Nürburgring Rennen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte in 2 Wochen ein Rennen dort gehabt. Ich habe, seitdem ich die Bilder vor 5 Tagen gesehen habe, gesagt, sorry, tut mir leid. Ich werde dort nicht antreten, nehme mein Nenngeld und stecke es lieber hierher zu den Leuten, die es wirklich brauchen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe die Fahrer, die dort sich auch aus dem Ausland gemeldet haben, habe ich angeschrieben, habe gemeint, wisst ihr eigentlich, was hier gerade abgeht? Es gibt keine Berichterstattung, es gibt keine vernünftige Berichterstattung. Und das tut mir in der Seele weh, dass einfach von außerhalb niemand groß weiß, was hier wirklich abgeht. Und das sind die Dinger, das sollte normalerweise viel, viel größer, dass hier wirklich Hilfe benötigt wird. Weil, ich meine, die Leute, die es wissen, die hierher kommen, hey, Respekt, die geben 180% und nicht nur 100%. Und das Schlimmste ist, wir haben gestern live erlebt, wir waren in der Fußgängerzone in Adenau, haben mal ein Schuhgeschäft ausgeräumt. Da haben wir eine Kette gemacht, ne? Ich habe an der Tür gestanden, da kam einmal Kamerateam. Ich weiß nicht, welche das war, würde ich jetzt auch nicht sagen. Da kam Kamerateam, war nicht am Filmen. Ne? Hab ich die ganze Zeit gesehen. Dann kamen da 5 Autos von der Bundeswehr, da fangen die an zu filmen und wir waren da bis unter der Scheiße. Ja. So, dann ist die Bundeswehr vorbeigefahren, da hat die Kamera noch hinterher gefilmt. Zack, weg. Da war die Kamera, das Kamerateam war weg und da war keine Bundeswehr mehr da. Ja, das aber ist einfach die keine Bundeswehr. Die reißt sich schon den Arsch auf. Die sind gut. Also richtig gut, die Jungs. Ich sag nichts, ich will nichts Böses. Die Kette, die wir da hatten, das war jetzt nichts gegen die Bundeswehr, sondern eher gegen die Kamera. Ja, klar. Weil warum fährt die Bundeswehr einfach? Ja, warum kommt das Kamerateam zuerst, dann fahren die Autos durch und dann ist das Kamerateam weg. So, nichts gegen die Bundeswehr. Ich habe heute Morgen mit einem geredet von der Bundeswehr. Der wollte uns sogar durch das Wasser rüber auf die andere A-Seite fahren, damit wir da helfen können. Dann kam noch mal ein Radlader, dann musste er laden, dann konnte er uns nicht rüberfahren. Die Jungs sind alle top. Auch die Feuerwehr, die machen alle ihre Arbeiten, aber die werden halt
nicht so eingesetzt, wie ich es mir vorstellen würde in, ja, der, ja, in der Krise. So wie man es eigentlich normalerweise, ja, brauchst. Du, ja, du brauchst jemanden, der einfach sagt, so, wir brauchen da, wir brauchen da, wir brauchen da, und dann muss das einfach dorthin kommen und nicht, ja, ja, dann muss ich den noch fragen und den noch fragen. Nein, da wird Hilfe benötigt. Basta. Hier, hier, ja? Fabian, Lott, Wasserversorgung, erzähl doch mal was. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wir sind ganz offiziell gefragt worden vom Team Nürburgring. Also ich muss vorne anfangen. Wir sind eine Veranstaltergruppe, die auch für das Festival, was wir veranstalten, wir verdienen kein Geld. Wir machen quasi den Umsatz, bezahlen die Bands und all so ein Kram. Wenn die Lot ganz normal läuft, durch Corona war das ja jetzt nicht, sind da 8000 Leute. So. Und wir sind angerufen worden vom Team Nürburgring, weil wir eine Liste zur Verfügung mit unserem Material gestellt haben. Und haben angefragt, ob das benötigt wird. Da ist komplettes Elektromaterial, Wasserversorgung und alles, was man sich so vorstellen kann, um halt eben eine Zeltstadt aufzubauen, um Notbedürftige helfen. Einfach helfen. Ja, um so irgendwas zu machen. Ne? Uns wäre das egal gewesen, an irgendeinen Ort geschickt zu werden und dann heißt das, ich stelle 5 Duschcontainer oder was weiß ich, wäre alles möglich gewesen. Wir haben da ein organisatorisches Team hinne dran. Der sitzt im Moment in München, der das Haupte da regelt, und der hat auf privatem Wege 5 mobile Handymasten hierhin geordert. So, einfach nur, um ein stabiles Netz irgendwie zu gewährleisten, weil wir haben ja alle Handynetzprobleme. Morgen geht es nicht, stehst du da. Und auf jeden Fall ist das hin und her, über Tage jetzt hin und her diskutiert worden. Die Leute haben Urlaub gemacht, haben frei gemacht, wollten alle hier runterfahren, auf offiziellem Weg durften wir da nicht. Und egal, wo man angerufen hat, man ist immer auf irgendeine andere Art und Weise abgewiesen worden. Und ja, jetzt haben wir uns quasi durch Spendengelder, also wir haben ein Spendenforum eingerichtet, ganz normal auf der Lot-Homepage. Und das scheint doch ganz gut zu funktionieren und wir organisieren uns da, was das angeht, jetzt eher privat. Ne, und fahren halt einfach runter, helfen, gucken, wie wir klarkommen. Ne, und ja, wenn wir auf das offizielle Go warten, ich glaube, dann warten wir so lange, bis der Starkregen vorbei ist und keiner mehr weiß, wohin muss. So, ja, so fühlt er sich zumindest an. Ich kann leider den Handyton nicht ausstellen, weil da wichtige Anrufe auch kommen. Tut mir leid. Ja, wir wissen, dass hier nicht alles so gelaufen ist, wie es sein sollte. Ich denke, das kapiert auch mittlerweile jeder, dass ich nicht gelogen habe. Ne, im ZDF. Nee, definitiv nicht. Du bist einer derjenigen, der hier die Live-Bilder einbringt und der wirklich sagt, was Sache ist, was gebraucht wird und der hier wirklich mehr als gebraucht wird. Ja, großen Respekt, ja, an dich. Nicht wahrhaben. Ja, natürlich. Das Schlimmste finde ich, da kommen die Politiker hier runter, da wird der Marktplatz in Arbeiler gesperrt. Yeah. Die Leute, die sich da noch treffen können, um was zu essen und was zu trinken oder ein normales Gespräch zu führen, die werden weggeschickt. Da kommt die Polizei mit Hundertschaften an, sperrt alles ab, tralala. Da redet die mit zwei Personen. Meinst du, jemand will was von dem Politiker? Die sollen Geld lieber haben. Lieber sollen die Geld haben. Ja. Das ist, großer Dank geht echt an dich, was du hier alles... Ja, an euch. Du hast den Aufruf gestartet. Das ist nicht viel Arbeit, das geht schnell mit so einem Handy. Ne? Ja, aber du das liegt an jedem Einzelnen, der hier ist. Und ich kann euch sagen, es sind gerade T-Shirts, werden designt. Ja. Ihr habt jetzt mal eins gesehen. Hammermäßig. Also kann ich nur sagen, das wird eine richtig gute Sache, glaube ich. Und wie gesagt, die Hälfte oder 60% davon gehen dann an die Bedürftigen hier. Ich freue mich schon drauf, mal ein Bild hochzuladen. Aber ich darf noch nicht. Vielleicht morgen. Da freuen wir uns noch. Ja, die Steffi Mittag, die ist nämlich damit beschäftigt. Ja, und ich bin wieder in den Stromaggregat gekommen. Nee, das ist gut. Ich bin jetzt mal weiter, ich muss noch ein bisschen arbeiten. So, dann. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut, mal weiter. Sagen Sie mir nochmal zum Test was. Ja, Test 1, 2. Also wir hatten gerade ein Gespräch mit zwei und haben morgen Termin. Ja, und 1, mein erster offizieller Ansprechpartner, ja. Okay. Was haben Sie denn mit dem Herrn Wipperfürth besprochen? Ich habe mit dem Herrn Wipperfürth gerade gesprochen, dass wir jetzt ab Sonntag beginnt hier organisieren wollen, dass Müll hier auch aus der Stadt raustransportiert wird. Dazu habe ich mir im Vorklapp den Bürgermeister an die Seite genommen und wir haben besprochen, wie wir das organisieren können, gemeinsam mit den Abfallwirtschaftsbetrieben. Sind daraufhin in den Krisenstab gefahren und haben eine Lösung präsentiert, die auch angenommen worden ist. Die wollen wir jetzt ab Sonntag beginnt hier umsetzen. Und warum ist Herr Wipperfürth Ihr Ansprechpartner? Ich habe Herrn Wipperfürth im Internet verfolgt, bei Facebook, schon bevor wir hier eingesetzt worden sind als Bundeswehr, und habe mitbekommen, dass er hier derjenige ist, der die Landwirte organisiert.
zusammen mit dem Herrn, der hier die Baustelle betreut. Den habe ich schon länger mit im Kontrakt, mit dem arbeiten wir zusammen und dann haben wir den Kontakt gerade hergestellt und wollen jetzt gemeinsam morgen eine Lösung finden, wie wir hier effektiv den Müll entsorgen können. Wie ist es denn hier bis jetzt gelaufen? Bisher ist es sehr konfus gelaufen. Ich kann wenig dazu sagen, wie es insgesamt abgelaufen ist. Ich kann es nur von meinem Bereich betrachten. Ich bin hier für den Ortskern Bad Neuenahr Ahrweiler zuständig mit meiner Kompanie. Wir sind jetzt gerade dabei, das, was hier an Hilfsorganisationen aufgelaufen ist, vernünftig zu koordinieren und effektiv zum Einsatz zu bringen. Und ist das normal, dass sowas über eine Woche dauert, bis das dann koordiniert wird? Das Schadensausmaß, was hier vorliegt, ist so in dieser Dimension auch der Bundeswehr noch nicht vorgekommen. Und von daher muss es natürlich koordiniert werden und das dauert Zeit. Und der Herr Wipperfürth hat gesagt, es hat auch relativ lang gedauert, bis offizielle Hilfe dann überhaupt vor Ort war. Sie wären viele Tage mit den privat organisierten Helfern alleine gewesen. Wie bewerten Sie denn die Situation? Dazu kann ich wenig sagen. Wir selber waren zunächst erst in Hagen eingesetzt in der Amtshilfe und sind dann jetzt seit Montagnacht hier vor Ort und unterstützen. Und ist Ihnen auch bekannt, dass viele Helfer sozusagen in Bereitschaft waren und, wenn man so will, auf gepackten Koffern saßen, aber dann nicht zum Einsatz gekommen sind, teilweise auch wieder nach Hause geschickt wurden? Auch dazu kann ich leider nichts sagen. Wieso nicht? Weil ich es nicht weiß. Also ohne Scheiß, wir sind seit letzte Woche Mittwoch eigentlich dauerhaft unterwegs und ich habe da wenig Verbindung auch in die Medien gehabt, weil wir halt von morgens früh bis abends spät hier im Einsatz sind. Und welche Organisationen koordinieren Sie denn alle zusammen? Wer ist da alles mit beteiligt? Wir versuchen, alle Organisationen, die hier vor Ort sind, zusammenzuführen. Wer das alles ist, das muss ich noch feststellen. Okay. Und also wie ist das denn strukturell? Also im Moment hat dann einfach jeder gemacht, was er konnte? Oder wie funktioniert das denn? Wie muss man sich das vorstellen? Ich war jetzt die ersten Tage ja auch nicht da und... Dazu möchte ich Sie gerne vielleicht an den Krisenstab verweisen, dass Sie die Fragen dort stellen. Dazu kann ich nichts sagen. Okay, alles klar. Es wird auf jeden Fall gegrinst im Hintergrund. Okay. Ich glaube, hast du noch eine wichtige Frage? Nee, ich würde für die Totale einfach nochmal eine Frage stellen. Sie können die einfach nochmal genauso beantworten. Was haben Sie denn mit dem Herrn Wipperfürth hier eben besprochen und warum ist er Ihr Ansprechpartner? Ich habe mit der Wipperfürth besprochen, wie wir jetzt ab Sonntag beginnen, den Müll hier aus der Ortschaft komplett rausschaffen und weitergelegene Deponien. Und er ist für mich der erste Ansprechpartner, weil ich zusammen mit dem Meister der Baustelle hier schon länger zusammenarbeite und er mir als Ansprechpartner der Landwirtin genannt wird. Und wie sind Sie auf Herrn Wipperfürth gekommen? Also warum hat er diese koordinativen Aufgaben übernommen oder auch der andere Kollege? Ich bin durch ihn auf seinen Namen gekommen und wir haben das jetzt gerade hier koordiniert. Alles klar, vielen Dank. Interessant. Weil da sind wir ja, bin ich Ihnen mit den Fragen ja nicht in die Quere gekommen. Ja, moin, bevor ich das alles wieder vergesse, jetzt kurz ein schnelles Video. Es gibt also gute Nachrichten aus Rheinland-Pfalz. Ich habe eben mit Carina Konrad lange gesprochen, die sitzt für die FDP im Bundestag. Sie hatte Rücksprache gehalten mit Frau Schmidt, das ist die Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und Verkehr in Rheinland-Pfalz. Für alle Firmen, die unten eingesetzt sind und Aufräumarbeiten leisten, ist jeder Bürgermeister jetzt in der Lage, diese Aufträge relativ unbürokratisch zu vergeben. Es gibt kein Ausschreibeverfahren, wie es sonst üblich ist. Und zumindest ist da jetzt mal eine Lösung gefunden, dass alle, die da jetzt schon seit 8 Tagen, glaube ich, 8 Tagen arbeiten, auch eine Lösung haben, wie man entsprechend zumindest die Auslagen, die man da hat, entschädigt bekommt. Das sind gute Nachrichten. Nochmal vielen Dank dafür. Und da muss man auch mal der Politik mal Lob aussprechen. Es ist nicht alles schlecht. Und wir wollen auch nicht alles schlecht machen. Aber apropos schlecht, eine Nachricht habe ich. Da ist mir schon wieder der Draht aus der Mütze geflogen. Es gibt eine Bäckerei in Kehlberg, meine ich, von Bäckerei Schildner war das. Und das habe ich recherchiert, das stimmt, da haben mich mehrere angerufen. Anthony, hast du das gehört? Ich sage, nein. Die haben eine Anzeige gekriegt, weil die jetzt 24/7 backen. Für alle Hilfskräfte, für alle Bedürftigen und für alle Flutopfer da unten. Und die haben eine Anzeige wegen Lärmbelästigung bekommen. So, und jetzt muss ich doch mal fragen, was stimmt mit einigen nicht? Also, ihr habt sie nicht mehr alle. Also ganz ehrlich jetzt, also für das ganze Lob, was man für alle oder für die meisten Menschen aussprechen muss, es gibt immer noch welche, die eine Vollmeise haben. But I am safe and I am warm. Although it's hard. Ja, Wilhelm, es ist ein trauriger Anlass, dass wir uns hier treffen. Ich habe sowas im Leben noch nicht gesehen und du warst in Dresden mit dabei, ne, als eine Überschwemmung war, aber was hast du hier? Also das ist die Apokalypse pur, muss ich sagen. Sowas, ihr seht selber, guckt euch das an, diese Naturgewalten, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also wirklich, hier hat ja keiner eine Chance gehabt. Also auch die Natur
was die für Schäden genommen hat. Die Häuser, die Infrastruktur, natürlich auch die Menschen. Wir kriegen ja hier nur sporadisch Meldungen rein, aber es hat ja Dutzende Tote gegeben. Und ja, kann man jetzt verstehen, warum. Ja. Also Wasser, man sieht es, wie es da hinten gestanden hat. Komm, wir gehen mal ein Stück. Ja, bis, ich sag mal, in den ersten Stock hinein. Parterre war komplett geflutet, bis in den ersten Stock hinein, da stand es noch einen halben Meter. Hier hat es ja, hier, ein Gebäude zerlegt. Schwere, massive Gebäude, das sind keine Holzhütten. Das sind massive, aus Stein gemauerte und betonierte Gebäude und Wände. Wahnsinn. Also da fehlen mir echt die Worte. Da kriege ich Gänsehaut und Hitzewallung in einem. Also ich hätte ja auch überlegt, heute nach Hause zu fahren. Ich hätte den Trecker mit der Karre hier gelassen, aber ich glaube, ich bleibe hier und helfe lieber noch was mit. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir hier machen, ne? aber wir räumen die Wege frei, dass man zumindest hier wieder hinkommt. Ne? Genau, und es macht aber den Anwohnern Mut, weil die sind ja selber noch unter Schock und die nehmen halt jetzt mittlerweile so die ersten Sachen in die Hand und werfen sie bei uns in den Container und so weiter. Also das konntest du eben merken, auf einmal ging es los, wirklich. Genau. Ja. Und mehr können wir nicht machen, Menschlichkeit zeigen. Und guck dir da hinten, ein ganzer Baum, entwurzelt und da oben hin verfrachtet. Ja, da hinten liegt ein Baum auf der Garage. Und der hat locker 2,5 Tonnen. Welchen? Also, Wilhelm, du hattest mich vor 3 Tagen angerufen und hast gesagt, Markus, tu alles dafür, dass deine Reitanlage sicher ist. Ne? Ja. Und du hast mich mehrfach angerufen. Ich habe es gemacht und ich habe dir eigentlich zu verdanken, dass ich heute hier stehen kann und nicht zu Hause bin und auch vor so einem Trümmerhaufen stehe im Prinzip. Ja. Ne? Für mich war es eine Kleinigkeit, weil ich bin halt als Gärtner ja wetterverrückt und auch das Wetter ist für mich auch in der Planung wichtig. Und was sich da dann in den Modellen schon abgezeichnet hat, das war ja schon vor einer Woche ganz grob zumindest über Deutschland. Dann war es erst über dem Erzgebirge zu sehen. Und letztendlich hat es vor 3 Tagen genau diese Region, die es auch genau punktgenau getroffen hat, auch mit den Niederschlagsmengen, mit über 300 Liter pro Quadratmeter innerhalb von kurzer Zeit als Spitzensummenwert. Es wurde ja auch so kommuniziert, ne? Es wurde ja gesagt, ja. Ich habe auf dich gehört, aber wer hat denn jetzt nicht gehört, dass das überhaupt möglich war? Ich meine, der materielle Schaden hier, alles schön und gut, aber wir reden, glaube ich, von 70 Toten, hast du eben schon gesprochen. Und noch Dutzenden Vermissten und so weiter. Also wenn das so stimmt, dann werden wir eine dreistellige Todesrate kriegen. Und also selbst ein Menschenleben ist schon zu viel. Und ich sag mal so, es wurde nicht ausreichend gewarnt, beziehungsweise auch das vorbeugende Krisenmanagement war in meinen Augen überhaupt nicht vorhanden. Ich finde das ja so krass. Wir sind ja jetzt, du mit deiner Firma und ich mit meiner Karre, wir waren ja jetzt die Einzigen, die hier dran waren, den Müll zu beseitigen. Da fehlt doch irgendwas, oder nicht? Ja, das sind hier die örtlichen Hilfsorganisationen. Es kommen jetzt 600 Leute vom THW aus Hessen, vom Nachbarland hierher. 600 Leute. Ja, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich habe einen kleinen Tross von der Bundeswehr gesehen mit einem alten, klapprigen LKW und einem Mercedes-Jeep. Ja, mehr haben sie wohl nicht mehr, was läuft. Ich muss echt sagen, das ärgert mich. Das hätte erstens mal teilweise hätten die Schäden, die menschlichen Schäden, hätten vermieden werden können. Die tierischen. Lass uns noch ein Stück gehen. Es gab ja auch letztendlich auch bei euch in der Region jetzt durch Überflutungen vermisste Tiere, vermisste Pferde. Und ein Pferd, ich sag mal, das schwimmt nicht einfach so weg. Genau. Ja. Guck mal, allein die Tatsache, was hier los ist, hätte doch eine Meldung runtergehen müssen. Passt auf, evakuiert alles. Ja, ne? Ganz genau. Frage ich mich, wo war die? Die haben alle gepennt. Oder habe ich es nicht gehört? Nein, die haben gepennt. Die haben gepennt. Es ging keine Sirene. Oder hast du eine Sirene gehört? Nee, habe ich nicht. Es ging nicht. Das erst, als es zu spät war. Das muss man vorwerfen. Und ich weiß auch, warum das so gelaufen ist. Das ist meine feste Vermutung, weil es gab ja schon mal Vorhersagen, die dann nicht eingetroffen sind. Und wer ist dann gebasht worden? Die Meteorologen als Panikmacher und so weiter. Und da haben die Angst, dass sie da verunglimpft werden, dass sie dann ein paar Likes weniger bekommen, somit weniger Werbeeinnahmen. Scheiß Geld, guckt euch hier, das sind Milliarden, die jetzt hier in der Region an Schaden entstanden sind. Aber da haben echt manche nicht den Arsch in der Hose, die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn mal gewarnt wird und auch mal die Schule abgesagt wird. Und es passiert halt nicht so, wie sie es vorher gesagt haben. Da haben die Angst davor gehabt. Und hier ist die Quittung. Da setze ich jetzt 3 Ausrufezeichen dahinter. Ja, danke Wilhelm. Echt, also sorry, aber das musste jetzt mal raus. Das ist auch gut so.
Gut, dann. Ich guck mal, ob ich das hochgeladen kriege. Wir haben hier kein Internet und auch noch so ein Problem, ne? Wie willst du hier was managen ohne Internet, ja, und so weiter, ne? Ohne Strom? Ja. Jetzt los. Okay, dann ja. Bis dann. Danke, Wilhelm.